Also wenn das nicht lecker aussieht, dann weiß ich auch nicht, Freunde. Und jetzt genießen, guckt euch diese Kreation an. Sieht nicht nur so gut aus, schmeckt noch besser. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. In England, Brüder. Freunde, heute werden wir euch ein What We Eat in a Day zeigen. Sprich, werden wir euch heute zeigen, was wir in der Diät essen. Wir sind jetzt fast in der letzten Woche unserer Diät. Und wir sind in der letzten Woche unserer Diät. Wir sind in der letzten Woche unserer Diät. Und Freunde, ja, in letzter Zeit haben wir viel Fastfood gegessen. Aber natürlich nicht jeden Tag, sondern nur in den Videos. Drumherum haben wir es kompensiert und weniger gegessen. Aber heute zeigen wir euch so einen Tag, wie eigentlich normalerweise bei uns ist. Genau, also ihr braucht nicht davon auszugehen, dass wir jeden Tag so essen wie in den Videos, sondern wirklich nur an den Videotagen, fast nur an den Videotagen. Und wie Arzt schon gesagt hat, wir kompensieren das Ganze. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt ins Video und zeigen euch heute, wie wir es geschafft haben, in den letzten Monaten ungefähr 5 bis 6 Kilogramm Fett abzuwerfen. So, Freunde, vor dem Training gibt es erstmal einen Booster, und zwar den Pre-Workout Plus von MyProtein. Aktuell trainieren wir vor jedem Training einen Booster in der Diät. Ja. Außer vom Leg Day, da trinken wir Kaffee. Außer vom Leg Day, da trinken wir Kaffee. Schmeckt gut. In dem Behältnis hier im Smoothie-Glas ist es immer noch mal geiler, finden wir. Deswegen gibt es hier schon seit ein paar Monaten oder mittlerweile Jahren sogar aus Smoothie-Gläsern. Ja, rein damit und dann geht's auch ins Training und es wird richtig hier schön buttrainiert. Ja. Let's go. Freunde, vielleicht fragt ihr euch, okay, warum fangt ihr heute mit Beinbeuge an? Aber wir haben es so gemacht, dass wir quasi die Beinrückseite am Pull-Day haben und am Samstag haben wir dann den anderen Leg-Day, wo wir den Fokus auf die Vorderseite legen. Okay, Freunde, das Training ist durch. Heute war ein richtig geiles Training, hat alles... Warum guckst du denn so? Ich bin einfach froh, dass wir das Training so gut durchziehen. Das Training war überragend. Jetzt gibt es erstmal einen schönen Shake nach dem Training. Leider ist unser ganzer MyProtein-Vorrat aufgebraucht, schon am 28. Juli. Deswegen supporten wir unser Gym hier und holen uns hier einen Shake ganz schnell. Hallo, Greg. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Ich habe es nicht gesehen, aber halb so wild. Jetzt gibt es auf jeden Fall ein Shake-Training, wie gesagt, überragend. Kraft ist einfach am Start und ja, ich würde sagen, wir labern gar nicht zu viel über das Training, sondern trinken jetzt erstmal einen schönen Shake. 60 Gramm. Das war Gregor in seinem natürlichen Habitat, ja. Weil er hat sich gemerkt, er ist am Telefonieren, macht zwei Shakes gleichzeitig. Ja, der kann schon was, der Typ. Der ist schon drauf, der Typ da. Der ist schon. Der ist schon geil, ne? Verkleinerung geht gar nicht. Wir sind zu Hause angekommen und jetzt wird es Zeit für das Mahlzeit. Alright, Freunde, das Post-Workout-Meal ist fertig. Gönnt euch erstmal bitte die Optik. Also wenn das nicht lecker aussieht, dann weiß ich auch nicht, Freunde. Das kann sich sehen lassen. Alright, Freunde, die Toasts sind fertig. Unser Post-Workout-Meal. Schön einen kalten Eistee, Pfirsich dazu. Erstmal Stößchen, ein Schlückchen, Bro. I love it. Übrigens, Freunde, das Meal hat ungefähr 600 Kalorien, 67 Gramm Eiweiß, 32 Gramm Kohlenhydrate und 21 Gramm Fett. Aber, Freunde, kommt mal ran hier. Also, guck mal hier. Das ist so heftig smooth, ne? Also wie ihr gesehen habt, wir haben den Eclean-Käse genommen, der hat gar kein Fett und schmilzt einfach chuck-chuck vorne. Ja, plus Eiweißbrot. Ja, plus eine richtig geile Soße. Aber die werdet ihr später nochmal sehen. Die wird nochmal benutzt. Let's go, Bro. Was will man mehr? Freunde, zieht euch das mal rein. Einfach Genuss. Also smooth, schön knusprig durch den Kontaktgrill, lecker, warm. Und vor allem, das ist so eine richtige Masse, plus die macht euch relativ lange satt. Also ich genieße das Ding hier gerade, so eine Hälfte, und denke mir so, ja, danach brauche ich erstmal nicht so lange essen. Ja. Man muss nur wissen, welche Mahlzeiten man isst. Richtig. Um länger gesättigt zu sein. Meister Jude. Es
nächsten nochmal. So, passt so, ja. So, Freunde, kleines Mittagskäffchen wird sich jetzt genehmigt. Heute ein schönen Cappuccino. Willi, wie schmeckt der? Himmlisch. Boah, schmeckt echt richtig gut, ne? Ja, richtig gut gelungen. Und wir tracken heute penibel, wir tracken auch das ein. Genau, aber richtig penibel, einfach zeigen, was alles Kalorien hat, selbst und... Okay, das müssen wir... Wäre es jetzt ein schwarzer Kaffee, würden wir nichts tracken, weil es ist quasi... Ich würde auch so eigentlich nicht tracken. Nee. Sag ich ehrlich. Also das sind halt so 30 ml Milch oder 20 ml Milch pro wir Kaffee. Wir tracken das auch nicht. Irgendwo ja. Wenn man jetzt 10 Stück am Tag trinkt? Genau, wenn ihr 10 Cappuccino trinkt, dann, macht das schon dann Sinn. Track das lieber. Genau. Ansonsten müsst ihr das nicht tracken, beziehungsweise einrechnen in dem Kopf. Ja. Wobei, also... Es ist immer so ein schmaler Grat. Manche Menschen haben dann viele solcher Sachen, wo sie denken, okay, das muss ich nicht tracken. Diese Soße muss ich nicht tracken. Genau, aber wenn sich das summiert, dann unterschätzt man das Ganze am Ende des Tages. Und da kommen schon mal 300 bis 400, 500 Kalorien zusammen. Deswegen, wenn ihr öfter so sagt, okay, das muss jetzt nicht unbedingt getrackt werden, dann müsst ihr das, sag ich mal, auf eine Waage legen und gucken, okay, wenn ich jetzt 5 solcher Sachen habe, eine Soße, Öl im Essen, vor allem Öl im Essen, das wird super häufig unterschätzt, vor allem, wenn man nicht selbst kocht. Oder halt so ein Käffchen, aber... Aber jetzt geht's um den Genuss, Freunde. Köstlich. Echt traumhaft, Freunde, ehrlich. Also jetzt ohne Spaß, schmeckt ehrlich richtig gut. So, Freunde, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es mein erstes Voice-Over ist, aber ihr braucht erstmal für den Burger Paprika. Ganz easy peasy, dann schneidet ihr das so klein, wie ihr könnt, so klein, wie ihr möchtet. Und dann gibt's die Lauchzwiebel, sehr wichtig, vorne das Ding abmachen, sonst ist eklig, auch wieder klein schneiden. Zack, 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 zack. Dann beides in ein Behältnis reinschmeißen. Bisschen Chicken, bisschen stampfen, habe ich mit meiner Faust gemacht. Dann klein schneiden. Lauchzwiebeln und Paprika oben drüber. Guckt euch diese Slow Motion an. Und dann etwas Salz, Pfeffer. Sehr wichtig, Knoblauchgranulat. Und dann vermengt ihr das Ganze. Und jetzt, ganz locker flockig, macht ihr daraus Patties. Nehmt die zwei Dinger und stampft sie wie Smashed Burger einfach rein in die Pfanne. Warten, ungefähr 5 Minuten, dann wende ich das Ganze vorsichtig und klaps, yes, perfekt. Dann wartet ihr, bis beide fertig sind, dann etwas Wasser rein, Käse drauf und jetzt Magic, zieht euch das mal rein, Freunde. Puh. Dann habt ihr das Ganze fertig, nehmt etwas Avocado auf euer Brioche-Bun, vermengt das gut, dann kommt euer Patty da drauf. Und jetzt, Freunde, bisschen Sriracha-Soße, Burger zu machen und jetzt genießen. Guckt euch diese Kreation an. Sieht nicht nur so gut aus, schmeckt noch besser. Yes. So, Freunde, und pro Burger haben wir hier ungefähr 413 Kalorien, 43 Gramm Eiweiß, nur 13 Gramm Fett und 30 Gramm Kohlenhydrate. Also für so ein heftig geiles Ding. Optisch schon mal überragend. Mal gucken, ob der uns gelungen ist. Ich denke aber... Das hat auf jeden Fall Gewicht, Freunde. Also ihr nicht denken, dass das jetzt irgend so ein kleiner Burger ist. Das ist schon ein saftiges Ding. Also es ist schon sehr saftig. Ich bin unnormal gespannt, wie das schmeckt. Ready? Set. Go. Freunde, das ist so eine geile Harmonie zwischen Avocado und Soße. Freunde, wenn ihr den nicht nachmacht, dann verpasst ihr auf jeden Fall was. Guckt euch das mal an, das ist ein Traum. Boah. Und Freunde, wenn ihr auch sowas essen möchtet, trotzdem dabei abnehmen wollt, dann tragt euch sehr gerne unten bei uns in der Website ein, telefoniert eine Runde mit uns und wenn ihr Bock drauf habt, dann werdet ihr von uns persönlich gecoacht. Ernährung, Training, alles drum und dran. Also ein 2:1 Coaching, wir beide betreuen dich. Um dich an dein Ziel zu bringen, jetzt nicht nur abnehmen, wenn du auch Muskeln aufbauen willst oder einfach fit sein möchtest. Bei dem Ganzen können wir dir auf jeden Fall helfen. Aber Freunde, ich würde sagen, der war schon sehr, sehr brutal. Aber jetzt gibt es erstmal noch einen. Jetzt wird es noch brutaler. Mhm. Und Freunde, hier genau das gleiche Spiel wie am Paprika. Schneid das Ganze in kleine Würfel, dann wie Frühlingszwiebel zusammenballern. Garnieren klein schneiden, genau das gleiche wie beim Hähnchen. Dann kommt das Ganze wieder drüber. Oh yes, Freunde, schaut euch das an, sieht einfach nur sick aus. Alles zusammenknallen, dann noch ein bisschen Paniermehl drüber, damit das Ganze ein bisschen besser zusammenhält. Und jetzt, Freunde, der entscheidende Moment, wieder in die Pfanne, runter smashen das Ding und kriegen wir es hin beim ersten? Ah, nein, deswegen einfach klein pürieren, Versuch 2, guckt euch das an und oh, wird das was? Oh,
Jawohl, Freunde, hat geklappt. War sehr, sehr knapp, aber hat geklappt. Jetzt schön wieder Avocado auf das Brötchen. Dann kommt diese richtig geile Soße mit Skier. Dann haben wir da noch Miracle und dann haben wir noch Sriracha. Was sehr, sehr wichtig ist, Freunde, schön mit Liebe drüber schmieren. Ihr seht, wir haben uns hier Zeit gelassen. Das muss mit Liebe gemacht werden. Guckt euch den Burger an. Ein Träumchen, gönnet ihn. Let's go, Freunde. Gönnet ihn. So, Freunde, der ist ein bisschen grober und der ist ein bisschen feiner, weil bei den Garnelen war es so, wir haben das auch klein geschnitten, wie ihr es gesehen habt, aber es hat nicht so gut zusammengehalten. Deswegen haben wir es danach im Mixer gemacht, damit es so ein bisschen festere Konsistenz wird. Aber, Willi, nächstes Mal machen wir es auf jeden Fall von vornherein. Jetzt ist aber das Entscheidende, der Taste-Check. Plus, was hier noch viel krasser ist, der hat noch weniger Kalorien als der Hähnchenburger. Der hat nur 370 Kalorien, 36 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Fett und, ey, nicht so laut draußen, 35 Gramm Eiweiß, Freunde. Ich müsste auch bei jeder Zahl nochmal drauf gucken. Ehrlich? Nein. Guckt euch das mal bitte an. Ehrlich? So smooth, so crunchy, diese Schärfe von der Sriracha-Soße in der Bang Bang-Soße. Crazy, 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 crazy. Ich glaube, man muss das noch ein bisschen fester bekommen bei mir. Probier mal hier rein, teste mal hier rein. Weil ich glaube, wenn es ein bisschen grober ist, sogar besser. Ja, ist ein bisschen so knackiger dann. Irgendwie muss man das noch hinbekommen, dass die Bulette von den Shrimps noch fester ist, grober, aber halt, also dass es nicht so fein ist, aber trotzdem fest. Dann ist das echt eine 10 von 10. So, aber geschmacklich ist jetzt schon. Also das ist einfach, das ist eine Melodie, die auf meiner Zunge spielt. Wahnsinn. Und bei mir eine Sinfonie. Sollen wir einen Remix machen? So, Freunde, jetzt gibt's erstmal eine Runde Wein. Spaß. Es gibt jetzt eine Runde Shots. Und zwar machen wir uns immer Shots. Hier, das ist ganz easy von Aldi, Lidl. Die gibt's ja auch in so Dosen, aber ich feiere das, diese Flaschen zu holen. Erstens sind sie günstiger und zweitens knall ich die mir einfach in den Kühlschrank und dann eigentlich jeden Morgen, aber auf leeren Magen ist das halt schon hardcore, weil da ist ordentlich Ingwer drin. Stößchen. Shot time! Das Sound ist schon geil, ne? Wir filmen das. Ey. Du magst dieses Geräusch auch gleich. Richtig geiles Ding. Ich wollte, dass wir alles zusammen nehmen. Achso, komm. So, Freunde, wir haben jetzt hier unsere letzte Mahlzeit. Einmal 125 Gramm Trauben mit einer Kiwi, aber das ist nicht alles. Wir werden uns noch Köln Schokomüsli gönnen. Das ist einfach das heftigste Müsli, das es überhaupt gibt. Mm-mm. Einer der heftigsten. Mm-hmm. Kellogg's, Nussbar-Müsli, Schoko und Nut. Zu wild. Hier sind auf jeden Fall unsere Kalorien. Ich weiß nicht, ob es well ist, ich hoffe nicht. Zack, tadadap. Wir haben sie auf jeden Fall perfekt getroffen. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst sehr gerne ein Like da, sehr gerne einen Kommentar, was ihr als nächstes sehen möchtet. Und wie euch die Rezepte gefallen haben. Und lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, bis zum und. Tschüss.